Die kommenden vier Kapitel hat allesamt nicht Flirnt geschrieben. Sie wurden in der Reihenfolge, die ich jetzt sage, von Nick Rosma, Latias, Tydropi, dann Bisasam verfasst. Kapitel 2: Nick Rosmas Unfall. Im nächsten Moment fand ich mich in einer seltsamen Höhle wieder. Ich lag auf weichem Moos und durch die Decke fiel ein Sonnenstrahl. Ich war am Leben. Ich war nicht am Fuß der Tohaido-Klippe zerschellt. Aber was mit den anderen geschehen war, wusste ich nicht. Ich analysierte meinen Umkreis nach Auren und spürte tatsächlich verschiedenste Auren, die auf das Profil meiner Freunde passen würden. Sie waren vermutlich auch am Leben. Mit diesem ersten positiven Gedanken sah ich mich zum ersten Mal genauer in der Höhle um. Es gab hier eigentlich nicht viel. Der Sonnenstrahl fiel auf einen Teich, der so winzig war, dass man auch ihn für eine Pfütze halten könnte. Vor mir erstreckte sich ein langer, unbeleuchteter Gang. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen, deshalb entschied ich mich, ihm zu folgen. Der Gang ging ewig geradeaus. Ich lief und lief und lief. Es kam mir vor, als wäre ich bereits Stunden unterwegs. Ich dachte, es wäre unmöglich, dass niemand so eine lange Höhle je gefunden hätte. Sie musste sich kilometerweit erstrecken. Nach noch einiger weiteren Zeit bildete sich endlich etwas aus dem Dunkel um mich herum. Es wurde heller und heller. Meine Augen mussten sich erst wieder daran gewöhnen, Licht zu sehen. Als ich endlich wieder alles sah, stand ich in meiner alten Basis. Der Ort, an dem ich mich damals in Ultra Nick Rosma verwandelt hatte und an dem ich einen Großteil meines Lebens verbracht hatte. Ich war verwirrt. Diese Basis wurde eigentlich am Ende unseres ersten Abenteuers zusammen mit vermeintlich der dunklen Macht zerstört. Vor mir stand eine Maschine. Sie war nicht fertig gebaut. Ihr fehlte noch vieles, aber ich erkannte sie genau. Mein Sonnenlichtkonzentrator. Vor vielen, vielen Jahren verbrachte ich Wochen, gar Monate mit Forschen. Es war die Zeit, in der ich Latias kennengelernt hatte. Ich hatte sie eines Tages einfach einsam und verwirrt im Seelenwald gefunden. Sie schien von irgendetwas bedrückt, rastlos und gehetzt. Ich bot ihr meine Hilfe an und gewährte ihr fürs erste Unterschlupf. Als ich jedoch am nächsten Tag wieder an einer Maschine baute und dachte, sie schliefe noch, kam sie in den Raum und sah sich meine Pläne an, während ich arbeite. Auf einmal zeigte sie auf eine Stelle meines Konstruktionsplans und murmelte etwas vor sich hin. Also, wenn man diesen Dunkelkatamulator mit diesem Solarreflektionsmotor austauscht und dann die Synthetisierung dieses Bernsteinimitrats um 4 verändert, dann müsste die Energieeffizienz um etwa 49,27% verbessert werden. Ich war zunächst sehr überrascht. Latias hatte bis zu diesem Zeitpunkt kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich wollte ihre Aussage erst als merkwürdiges Gelaber abtun, doch als ich später aus Interesse trotzdem einmal nachsah, bemerkte ich, dass alles, was sie gesagt hatte, zu 100% stimmte. Das war der Wendepunkt, an dem sich ergab, dass Latias nicht wieder ging, sondern mir als Assistentin und später Partnerin bei meinen Forschungen zur Seite stand. Nachdem dies geschehen war, arbeiteten wir für lange Zeit zusammen. Die Zeit, in der ich den Sonnenlichtkonzentrator erfand, war hierbei die schwierigste Zeit, vielleicht eine der schwierigsten in meinem Leben, die wir neben den derzeitigen Geschehnissen je zusammen durchgemacht haben. Nachdem ich die Pläne für die Maschine fertiggestellt hatte, konnte ich an nichts anderes mehr denken. Sie sollte mein Meisterwerk werden, ein Durchbruch für die Wissenschaft. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte. Deshalb arbeitete ich rund um die Uhr, Tag und Nacht, nur an meinem Sonnenlichtkonzentrator. Meine Konzentrationsfähigkeit war entsprechend gering, doch das war mir vollständig egal. Ich musste diese Maschine einfach fertigstellen. Latias versuchte immer wieder mich dazu zu bringen, eine Pause zu machen. Sie warnte mich und machte sich Sorgen. Sie wusste besser als ich, wie gefährlich diese Maschine werden konnte, wenn beim Bau ein Fehler gemacht werden würde. Obwohl ich ihre Warnungen eiskalt an mir abblitzen ließ, hörte sie nicht auf. Heute weiß ich natürlich, dass sie recht hatte. Doch damals hatte die Idee dieses Konzentrators förmlich den Besitz von mir ergriffen. Im nächsten Moment tat sich etwas
dort, wo ich gerade war, in der Gegenwart, in meiner Basis, die eigentlich längst zerstört sein müsste. Ich konnte mich selber vor mir sehen. Ich baute eben am Sonnenlichtkonzentrator, den ich ja bereits erblickt hatte. Als ich mir noch einmal ansah, wie weit der Konzentrator gebaut war, wusste ich, dass sich gleich ein eigenes aus meiner Vergangenheit vor mir abspielen würde. Der Necrosmer, den ich arbeiten sah, sah einfach schrecklich aus. Er schien, als würde er jeden Moment im Stehen umfallen können. Latias betrat gerade hinter ihm den Raum. Necrosmer verdrehte bereits die Augen. Necrosmer, wie lange willst du dir das noch antun? Du musst doch selber merken, dass du gleich umkippst. Meinem früheren Ich war es egal, was es merkte und was nicht. Alles, was zählte, war die Maschine. Hast du nichts Besseres zu tun, als mich rund um die Uhr zu nerven? Ich werde nicht aufhören, bis ich meine Maschine fertig gebaut habe, und das weißt du auch. Wenn du es nicht einsehen willst, steht es dir immer frei zu gehen. Er drehte sich weg und zog die nächste Schraube fest. Genau wie ich mich erinnert hatte, ließ Latias dieses Mal jedoch es nicht einfach auf sich beruhen, anders als die meisten Male zuvor. Nein, ich habe nichts Besseres zu tun, Necrosma, und ich werde auch nicht aufhören. Hör endlich auf zu arbeiten. Es ist doch nicht schlimm, wenn deine Maschine erst einen Tag später fertig wird, auch wenn ich ihren Sinn immer noch nicht verstehe. Der Grund, weshalb sie den Sinn der Maschine nicht verstand, war einleuchtend. Die Maschine hatte eigentlich gar keinen Sinn. Ich hatte mir damals selber eingeredet, sie wäre wichtig für alle Pokémon. Dabei konnte sie eigentlich nichts außer Licht aufnehmen, nur um es innerhalb der nächsten 30 Minuten wieder abzugeben. Mein früheres Ich war jedoch dumm und naiv und erkannte dies nicht. Stattdessen griff ich nach dem Schraubenzieher neben mir und warf ihn in Latias Richtung. Aufgrund meines Schlafmangels flog dieser aber nicht ansatzweise in die Richtung, in die er sollte, sondern ganz woanders hin. Und zwar auf ein Reagenzglas, das mit dem sogenannten Candiumbrolyt gefüllt war. Candiumbrolyt ist ein Element, das nur in der Welt der Pokémon existiert. Es ist ein Gas, und zwar eines der gefährlichsten Gase überhaupt. Neben der Tatsache, dass es hochgiftig ist, muss man auch bedenken, dass es sich bereits bei Zimmertemperatur in falscher Verwahrung selbst entzünden kann. Hierbei reagiert es mit sämtlichen anderen Chemikalien der Pokémon-Welt und es entsteht eine Explosion. Somit war es nicht schwer zu ahnen, was geschehen würde. In dem Moment, in dem der Schraubenschlüssel das Reagenzglas berührte, fing der gesamte Tisch Feuer. Die anderen Chemikalien, die dort auch lagerten, da ich sie für den Sonnenlichtkollektor benötigte, explodierten sofort und die Decke begann einzustürzen. Somit wurde immerhin das Allerschlimmste verhindert, da das Candiumbrolyt sofort nach oben entschwand und somit sein Gift nicht nutzen konnte. Mir war überraschenderweise überhaupt nichts passiert. Ich kämpfte mich aus den Trümmern hervor und hörte ein seltsames Husten. Es ging von einem meiner vorherigen Experimente aus. Mit Hilfe von DNA hatte ich versucht, ein Pokémon zu klonen, ein Zoroark. Dieses Experiment war für meine damaligen Verhältnisse sogar überraschenderweise erfolgreich gewesen. Es wurde ein neues Zoroark erschaffen, es war jedoch noch nicht normal überlebensfähig. Deswegen war es noch in meiner Basis gewesen und nun hatte es etwas von der Gasmischung eingeatmet. Ich ging sofort dorthin, um zu helfen, doch schon nach wenigen Sekunden vollzog sich etwas. Das Zoroark reagierte auf dieses Gas und es veränderte sich. Es sah seltsam aus, wie eine Art Mutant. Es machte seltsame Geräusche, war riesig und kam langsam auf mich zu. Ich merkte, dass es anscheinend versuchte zu reden. Mein Körper, deine Schuld. Ich war wie erstarrt und konnte mich vor Angst nicht bewegen. Doch im letzten Moment ertönte im Gebüsch ein seltsames Rascheln. Das Wesen schreckte auf und rannte davon. Wovon dieses Rascheln ausging, weiß ich bis heute nicht. So stand ich also da, geschockt, alleine, inmitten der Trümmer meines eigenen Zuhause. Nach ein paar Sekunden kam ich aber wieder zu mir. Ich
ging sofort zu Latias und half ihr. Sie hatte auch keine schweren Schäden davongetragen, was wirklich ein Wunder war. Heute bin ich mir sicher, dass dieser Tag Schicksal war. Er hat mich klüger gemacht und mir Bedacht gelehrt. Je mehr ich darüber nachdenke, desto eher habe ich das Gefühl, dieser Tag hat mich zu dem Nick Schrosmer gemacht, der ich heute bin. Neben einem anderen Tag. Anfangs hatte ich noch große Angst davor, dieser Mutant würde zurückkehren und sich an mir rächen wollen. Doch ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Wahrscheinlich war sein Körper einfach nicht geeignet, um lange zu leben, und er hatte es nicht durchgehalten. Die Vision, welche ich die ganze Zeit gesehen hatte, endete nun. Nun befand ich mich nicht mehr in einer Basis, sondern inmitten eines neuen, runden Raumes in der Höhle. Als ich zurückblickte, befand sich der erste Raum, in dem ich erwacht war, nur wenige Meter hinter mir. Ich wusste nicht, was das Ganze nun bedeutete, aber ich wusste, dass ich nun voranschreiten müsste. Bereits im nächsten Raum versperrte ein riesiges Hindernis meinen Weg. Ein Felsen. Er stand genau vor dem Durchgang zu einem Ort, von dem Lichtstrahlen ausging. Einem Ausgang? Doch ich musste diesen Felsen beiseite schaffen, um ihn zu erreichen. Der Raum war ebenso aufgebaut wie der erste in dieser Höhle. Dieselbe Pfütze, derselbe Lichtstrahl, dasselbe Moos. Ich setzte mich auf das Moos und dachte nach. Es musste einen Grund gehabt haben, dass ich diese Vision gesehen hatte. Was hatte der damalige Tag mit meinem Rätsel zu tun? Als ich schärfer nachdachte, kam mir der Bauplan des Sonnenlichtkollektors in den Sinn. Und im selben Moment erkannte ich, wie dumm diese Erfindung wirklich gewesen war. Ich konnte die Fähigkeiten dieser Maschine aufgrund meines Körperbaus selber nutzen. Ich konnte Licht reflektieren und zwischen meinen Händen gefangen halten. Und sobald ich es wollte, konnte ich es dort herausschießen lassen. Ich stellte mich genau in den Lichtstrahl, der von der Decke kam. Ich konzentrierte mich und tatsächlich, ich kontrollierte die Lichtstrahlen. Ich zielte auf den Felsen und ließ die gesamte Kraft des Lichts auf einmal los. Er zerbarst. Mein Weg war nun frei. Ich verließ die Grotte und sah mich um. Ich erkannte den Wald, in dem ich stand. Alles war so wie immer im Seelenwald. Die hohen Bäume. Der Himmel war so wie in der Apokalypse immer rot mit seinen Wolken. Nur eine Sache war anders, als ich in Erinnerung hatte. Das riesige, mutierte Pokémon, das aussah wie ein Zorok, das nun direkt vor mir stand.